So, da sind wir wieder bei Tomb Raider. Jawohl, wir sind wieder da und wir sind jetzt wieder ganz unten angekommen. Also endlich ist der Aufzug runtergeplumpst, nachdem wir ein bisschen was uns überlegen haben müssen. Und jetzt sind wir hier ganz unten und angeblich ist hier unten die Ruine und ja, da vorne steht schon ein Typ. Und wir haben davor auch irgendwas von Oni gehört. Sind, ich weiß nicht, irgendwelche uralten Krieger, wahrscheinlich ein bisschen übernatürlich auch noch dazu. Und die sind gefährlich, soweit ich weiß. Okay, dann holen wir uns jetzt mal den Typen da. Jawohl, schön durch den Kopf. Hier noch das Bergungsgut mitgenommen. Ich habe auch mittlerweile für zwei Waffen, glaube ich, Mods. Oh, oh, da kommt jetzt jemand, oder? Yes. Und noch ein Headshot. Ich habe Mods für meinen Bogen und für meine Schrotflinte, glaube ich, oder fürs Gewehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle für zwei Waffen halt eben. Und da kann ich dann wieder ein bisschen upgraden. Das weiß ich schon mal. Oh, Muni, natürlich mitnehmen. Hier haben wir noch eine Kiste. Ah, da kann man auch machen. Sehr cool. Das war jetzt eher Zufall. Gibt es da irgendwas? Nee. Doch, Bergungsgut gibt es da. Gibt es da noch mehr zum Aufmachen hier? Nein. Gut. Dann gehen wir einfach mal nicht weiter hier. Zwei Gegner waren schon mal hier, aber ich bin mir sicher, dass es noch viel, viel mehr geben wird. Heilige Scheiße. Steht da jemand? Ist das jemand? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist es. Was ist hier? Wow, hier sind sehr, sehr viele komische Statuen. Und das ist... Was ist das? Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Okay. Die Musik hier scheint... Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Es kommen welche. Oh, okay, da komme ich also nicht mehr durch. Nein, 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 scheiße, scheiße. Da muss ich sicher gleich auf das Fass schießen. Ja, natürlich. Okay. Wo hoch jetzt? Wo hoch? Wohin? Da hoch? Ah, ihr Penner, lass mich doch in Ruhe. Komm her. Ah, oh, die Magnum haut rein. Also, die Magnum ist geil. Kommt schon, Jungs. Köpfchen raus. Oh, da ist jetzt explodiert. Ich weiß nicht wieso. Komm schon. Ah, da kommt einer. Scheiße, Fettschatz. Ich muss hier überleben. Jawohl. Was bist du? Geh weg.
Okay, 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 okay. Ihr wollt also wieder mal schön auf die Fresse. Oh yes, dann habe ich wieder zufällig auf irgendwas Explosives geschossen. Das gefällt mir. Wow, shit. Okay, da muss ich jetzt hoch. Okay, alles klar. Aber das wird nicht so leicht. Das wird nicht so leicht. Es sind noch einiges an Gegner da. So, oh, nee, jetzt schießt er auch noch. Ah, Lara, pass auf. Da ist noch einer. Yes, Headshot. Ah, okay, ich weiß schon was. Ich weiß schon, was ich machen muss. So. Ich muss meine Maschinengewehr rausholen da. Und du Penner, hör auf, mich zu schießen, du. Sag mal, spinnst du? Okay, alle erledigt, wie es ausschaut. Jetzt kann ich weiter. Hier noch ein bisschen Bergungsgut mir geholt. Das ist nicht schlecht. Ich brauche ja auch dringend ein bisschen was, damit ich meine Waffen modifizieren kann. Ohne Bergungsgut kann man keine Waffen modifizieren. Das ist natürlich Regel Nummer 1. So, gut, dass hier so viele gestorben sind. Okay, ein paar haben wohl mehr, ein paar haben weniger. Wählerisch. Aha, das habe ich jetzt also auch gekriegt. Ja, schöne Errungenschaft. Ich weiß nicht wieso, aber okay. Wahrscheinlich wegen dem, wegen dem Looten. Ja, was denn sonst? Gut. Oh, und... Yes. Das wäre jetzt ja auch ein Skandal, wenn ich hier gestorben wäre. Das wäre ja gelacht. Das geht nicht. Sowas sowas passiert bei mir nicht. Die Lader ist schön zerfetzt. Nachdem er sie auch alles durchgemacht hat, kein Wunder. Finde ich aber cool, endlich mal so ein Held, wo man wirklich sieht, was er durchmacht. Und auch die an der Kleidung und an den Narben und so. Was zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen, wir brauchen Hilfe! Ah shit, jetzt werden die auch noch angegriffen. Nein, ich muss sofort zurück. Okay, ich helfe euch. Nur ich kann euch helfen. Ah, falsch, so. Nein, da ran, Mann. Da ran, ja, genau. So. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil die werden angegriffen und nicht, dass sie noch sterben oder so. Na, was passiert eh nicht. Ich sehe, er ist gescriptet. Oh, shit. So. Okay, die sind schon mal down. Ja, ich komm ja. Wo sind denn die überhaupt? Wo ballern denn die? Ich bin schon unterwegs. Okay, ihr Beine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Okay, so wie es ausschaut, ist es da. Ja, die sind ja auch nicht weggegangen. Jetzt muss ja das Lager hier sein. Die sind ja sonst nirgends hin, oder? Ich hoffe, die sind nicht weg. Okay. Oh, sie ist getroffen. Tut mir überhaupt nicht leid. Ich mag die nicht. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord.
Ah, ja, ich bräuchte noch ein Lager, bitte. Wo ist hier noch ein Lager? Irgendwo muss doch ein Lager sein. Ich möchte noch meine Armbrust hier ein bisschen verbessern. Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen hier. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ich nehme die Kleine auch hart dran, nicht nur du. Okay, da drücken wir mein Lager und dann werden wir gleich mein Gewehr oder je nachdem, was ich alles noch habe, Bogen und so, aufrüsten. Sportbogen. Yes. Ich habe einen Sportbogen. Und eine Kampfschrotflinte. Yeah. Verdammt geil. So, Ausrüstung. Und dann mal gleich hier wieder was verbessert. So. Wo denn? Nee, lieber erstmal meinen Bogen. Nicht, dass dann nicht zu viel bleibt im Bogen, ja. Habe ich das schon? Das habe ich noch nicht. Explosive Pfeile. Oh yeah, baby. Ah, durchdringende Pfeile. Ja, habe ich ja gesagt. Und dann habe ich nicht genug Punkte. Schade. Hätte ich noch machen können. Aber jetzt habe ich noch Explosivpfeile. Ah, einen Fähigkeitspunkt hatte ich noch verteilen können. So, Fähigkeit. Für Überleben. Was machen wir denn da? Versteckte Belohnungen zu finden. Ja, komm, machen wir das. So, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Sammelobjekte noch finden. Gut, dann geht's jetzt wohl auf mit dem Schiff Richtung Landesinwärts oder Inselinwärts, besser gesagt. Und dann mal los hier. Wie kann man denn bitte das Boot steuern, wenn man nichts sieht? Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Ja, das ist ein wirklich sehr riskanter Plan, den die Lara hier hat. Mal schauen, ob er funktionieren wird. Hier sind auch wieder diese ganzen Winde hier. Ja, ist auch kein Wunder. Sind ja auch die Sturmsamurai oder wie die heißen. Oh, schaut mal, wie geil der Bogen jetzt ist. Ach du heilige Scheiße. Ich frage mich nur, woher sie die ganzen Teile immer bekommt. Ich meine, wir sind hier auf einer Insel, ja. Ja gut, die Teile hat sie in den Rüstungen, in den Dingen da bekommen, in den Kisten. Ja gut, dann passt schon. Dann passt er schon. Ah, da ist ja Matthias und das Arschloch Whitman. Tust du, Whitman?
Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute. Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Bruder! Ja, richtig so, dass der Arsch gestorben ist, der blöde Penner. Wo muss ich denn das jetzt festmachen? Da drüben, oder was? Nee, wo kann ich das festmachen überhaupt? Ah, da. So ein blöder Verräter-Arsch, aber Verräter verrecken alle. Ja, ja. So, diese komischen Samurai sind da jetzt hineingeflüchtet. Ich glaube, ich muss bald gegen den kämpfen. Sind das die Oni? Heißen die so? Weiß jetzt nicht, was ist denn das für ein Dinner? Hallo. So, dann mal rein hier. Okay. Die Sturmwache. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Oh, da ist schon einer. Kommt nur her. Okay, das beeindruckt sie also nicht. Okay, dann halt eben Headshot. Ich glaube, Headshots beeindrucken euch, oder? Komm schon, komm schon. Haha. Wow. Jawohl, skrupellos. Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Ja, gleich gibt's noch mehr Action. Okay, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.